Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fawning Home hier mit eurem Bärchen. Ich bin schon mal den Berg runter gesprungen, weil uns fehlen ja immer noch diese komischen Viecher hier, diese die hier. Wieso habe ich 9 Stück davon, hä? Platinreiniger? Kommunikationsmodul. Okay, dafür brauche ich ein Solarmodul und einen Schaltkreis. Ich meine, das war das da oben, ne? Solarmodul braucht 4. Hä? Muss ich das verstehen? Na, dann gehen wir mal hoch, ne? Annie. Komisch. Das habe ich auch gar nicht geholt. Weil ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht, das stimmt schon. Da bin ich nämlich von da oben runtergejumpt und habe nach was so Neuem gesucht. Ich bin auch richtig hier, ne? Ja, hier ist das Viech. Und dann bin ich hier da lang gelaufen, Richtung Westen. Da ist etwas, was ich euch irgendwann auch zeigen werde. Wahrscheinlich in den nächsten Aufnahmen. Oder vielleicht in dieser Aufnahme, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall ist mir die Aufnahme leider, wie soll ich sagen, ein bisschen missraten. Nee, hier muss ich lang. Weil, die Tonspur von meinem Mikrofon und die Tonspur vom Spielsound hinüber war. Und, könnt ihr mir absolut nicht erklären. Und war auf jeden Fall spannend, also was ich da gesehen habe, dachte ich mir, um Gottes Willen. Mal gucken, vielleicht kommen wir da sogar noch heute hin. Lassen wir uns mal überraschen, wenn wir den Turm da oben repariert haben. Aber das finde ich jetzt witzig. So, wie war das nochmal? Ich muss erst hoch. Komisch, dass ich jetzt auf einmal genügend Ressourcen habe. Oder ist das ein Speicherpunkt noch, bevor ich das ge... Oh, das kann natürlich sein. Ich bin zu weit weg. Ah, Halleluja. So. Jetzt sammle ich erstmal die Steine auf. Tag 8. So, hier bist du. Das war auf 2. Ah, guck. Komm, Annie. Das machen wir nicht nochmal. Okay, da unten, fängt ja gut an, ne? So, jetzt schnell zurück. Das klappte beim letzten Mal auch nicht. Oder gab es ein Update? Jawohl. Bleibt da Andy, das muss ich mir machen. Heißt das, jede Verbindung ist dann neu? Da oben sind nämlich auch diese Viecher. Und die reichten nicht aus. Idee. Wow.
Nein, raus. So war das genau. Okay, dann versuchen wir da mal zu treffen. Und da. Das läuft ja besser als gedacht. Mein lieber Scholli. Annie? Deine Sensoren zeigen, dass die Station ein gestörtes Com-Modul hat. Kannst du dies prüfen und reparieren? Ja, erstmal müssen wir die Viecher da. Achtung. Die waren heftig, ne? Nein, das waren zwei. Genau, hier haben sie nämlich auch nochmal Wurzeln gepackt. Und jetzt ich brauche Kurzwellentransmitter. So, Kurzwellentransmitter. Kommunikationsmodul. Ich habe aber kein anderes, ne? Ich habe nur das hier, ne? Ja, der braucht das auch. Ach komm. Ah ne, Inventar. Ich gehe mal ins falsche Inventar. So, ein Solarmodul. Und ich brauche einen Schaltkreiser. Okay, Solarmodul. Oh Gott, ey, wenn ich Pech habe, funktioniert das denn? Na also, deutlich. Com-Module abliefern. Du scheinst daran Gefallen zu finden. Ist das alles so einfach? Einer fehlt noch, der im Süden. Aber schaut, da ist die rote Lampe wieder. Der Süden klingt wie Musik für mich. Auf zum letzten. Oh, da ist ein Haufen Scheiße. Da werden wir nochmal hingehen. Genau, die fehlten nämlich uns beim letzten Mal. Wo wir doch so viele hier gefunden haben. Das ist schon verrückt. Ah, jetzt kommt erstmal ein Sturm. Annie. So, Annie bleibt jetzt hier. Während du fort bist, schreibe ich ein Lied über das Sitzen im Warteraum. Oh, das möchte ich hören, Annie. Das möchte ich hören. Das wird dann aber ein Blues, ne? Da? Achso. Alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Okay, da nicht. Aber diese Stürme tauchen jetzt öfters auf. Schon witzig, wenn ich Annie zurücklasse, fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Ich habe immer das Gefühl so, man hat so einen Beschützerinstinkt. Da im Sack, pass bloß auf sie auf. Da ist noch so ein Tier. Also so ein Ex-Tier. Das könnte auch wirklich ein Meer gewesen sein und dass das mal Meerestiere waren. Da sieht man jetzt so schlecht, was das für ein Tier sein könnte. Da ist der Kopf wahrscheinlich. Sieht aus wie auf dem. Sieht man natürlich besser, wenn man. Ja, das sieht wirklich so aus, ne? Oder wie eine Riesenechse. Haben wir da? Da geht es noch bergab. Oh, jetzt klart es auf. Das ist gut. Da können wir noch mal gucken. Ich meine, das würde es erklären, warum so große Tiere hier sind. Und warum das zurück im Leben. Kommst du? Ah, du kommst automatisch. Gut. Ne, man könnte wirklich meinen,
Ne? So vom. Könnte auch eine Echse, könnte aber auch was Fischiges gewesen sein. Damals so die Urzeit-Lebewesen auf unserem Planeten hier. Und das hier war alles mal Meer. Das würde dann erklären, warum hier Leben auch ist. Also zumindest pflanzliches Leben. Weil irgendwie muss das ja kommen. Siehst du das Portal da unten? Oh. Ja, sehe ich. Das war noch nicht da, bevor wir den Mast repariert haben. Oh. Ja, dann nehmen wir das doch. Der Planet spielt ein Spiel mit uns. Das kann sein. Ich habe das Gefühl, ich weiß, wo wir hinkommen. Nämlich hinter dem Dorf ist auch ein Portal. Komm, lass uns die Regeln rausfinden. Aber natürlich sehr gerne, Annie. Also, da bin ich auch. Also, dieses Erkunden macht richtig Spaß auf diesem Planeten. In diesem Spiel allgemein. Und auch mal ruhig die Regeln brechen, das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Manchmal muss man auch Regeln brechen, um weiterzukommen. Solange man dabei niemanden verletzt. Oh, wie Ende die kommt. Na, das war so klar, dass du nicht hinterherkommst. Ach, da ist ein Weg. Ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Aber. Jetzt haben wir das ja hinter uns. Jetzt können wir das auch machen. Ellie? Moment, ich brauche erstmal Energie. Platinreiniger kann ich mir sogar erlauben. Mach ich. Egal. So, 100. Also muss ich ja nur auf Annie aufpassen. Ah! Na komm, Annie. Also, komm her. Oh, schauen wir noch mal eben dich an. Das sieht gut aus. Platinreiniger könnte ich dir geben, aber ich gucke erstmal, dass ich dir das hier gebe. So, jetzt bist du nämlich fast voll. War es das oder ist hier noch jemand? Da ist noch Chemie. Ich weiß nicht, ob ich Chemie genügend habe. Die Musik ist immer noch so angespannt. Ich weiß. Dass man sich über unsere Orks lustig macht. Ja, das macht man vielleicht. Aber das ist meist, es ist immer so. Immer egal, Ignoranz ist nur von der Innerseite aus lustig. Neugier ist von allen Seiten lustig. Sogar von den Traurigen. Ja, was man nicht kennt, ne, und wovor man Angst hat, dann macht man sich immer gerne lustig. Drüber. Ich höre heißen Wind und verzweifelte Einsamkeit. Ich sehe das sogar. Na, lass uns mal rein, Annie. Wo sind wir hier? Ist das die Siedlung? Da ist der Turm. Und da ist... Ah, der Planet hat uns geholfen. Möchtest du immer noch Bescheid kriegen, wenn ich Tetherium bemerke? Es ist nicht weit. Ja, aber natürlich. Ich nerve, sollte er zwei mir das sagen. Du nervst mich nicht, Annie. Du nervst mich nicht. Aber ich sehe Tetherium auch. Aber du kannst mir gerne Bescheid geben. So, erstmal machen wir das da hinten.
Da ist Tetherium. Wo bist du, Annie? Annie? Aber ein guter Kampf, ne? Oh Gott, ey. Und zwar genau das da habe ich beim letzten Mal gesehen. Diese drei kleinen Viecher. Und es ist immer noch Hammer, was diese Viecher da sind. Und wir müssen dahin. Und ich glaube, es ist der einzige Weg, um dahin zu kommen. Und ich habe die Befürchtung, dass wir kämpfen müssen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Habe ich denn eigentlich irgendwas nicht gebaut? Den habe ich nicht gebaut. Den, wo ist er? Genau, da brauche ich eine Energiezelle und einen Schaltkreis. Kann ich bauen. Und eine Energiezelle. Deswegen hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch so wenig. Cool, ein Long-Range-Scanner. Jetzt gibt es noch mehr Tetherium, das du nicht entdecken kannst. Und das meinte ich mit Juxikind. Die ist auch so. Wenn wir sterben, werden wir wieder zu Sternenstaub. Langweilig, oder? Dann halt nicht. Nur rumliegen, durchs Weltall treiben. Und niemand, mit dem man reden kann. Hä? Was hast du denn jetzt aufgenommen? Habe ich schon? Was mit Chemie? Chemie kann ich noch gebrauchen. Chemie ist jetzt voll. Was ist mit Wurzel? Annie sieht noch gut aus. So, hier sind Steine. Die möchte ich gerne haben. Und ich hoffe, dass die Steine nicht in... nicht zu nah sind. Ich wechsle mal eben zu meiner Waffe. Oh Gott. Bevor ich das mache, hole ich mir eine Energiezelle. So. Annie. Da sind sie. Und da ist ein Raumschiff. Vielleicht haben wir Glück, sie sind so mit sich selbst beschäftigt, dass uns nichts passiert. Aber... weil da sind auch die Steine. Dass Annie uns noch nichts sagt. Ich frage mich überhaupt, ob wir die mal platt machen. Das sieht nämlich aus wie so Bojen, finde ich, da unten. Diese Teile da. Das heißt, hier muss noch mal Wasser gegeben haben. Oh, was für Viecher, ey. Nee. Ich dachte schon, die haben uns entdeckt. Und dann gehen wir mal hinter der Bö. Die eine Gewissheit im Leben ist Unvorhersehbarkeit. Schau uns an. Komplett prozedural, Individuum nur durch persönliche Erfahrung. Was ist das denn da hinten gewesen? Oder war das nur ein Bug? War das ein Bug? Ha. Aber Leben, Gene, Instinkte, Kampf und Überleben, Nahrung und Fortpflanzung und den Rest konnte ich lesen. Wie gerne wäre ich chaotisch. Alter Falter, nee, ne? Komm her, Annie.
Habe ich ein Schild? Auf 8, okay. Ich hoffe, das lockt hier wenigstens an und lässt uns in Ruhe. Meine Fresse, war da so klar, ne? Ich wechsle schon mal auf 8. Ich weiß, du hättest mich gerne etwas unterhaltsamer. Ach, du lenkst mich total ab. Keine Sorge, du. Hier geht's hoch, ne? Ich langweilige mich selbst. Die Wüste dort... Also da geht's hoch zu dem Ding. Aber ich möchte gerne das Schiff mir noch angucken. Ich speichere mal hier ab. Falls wir noch nicht zu dem Schiff hin dürfen. Jetzt kämpfen die wieder. Oder wir machen erst den Turm. Komm, wir machen erst den Turm und dann das Schiff. Vielleicht müssen wir sowieso danach das Schiff machen. Oh, Andy kommt hinter mir her. Nee, ich bin 3. Oh, ich brauche Energie. Energie. Okay. Ja, das schafft Andy. Kann das vom Raumschiff kommen? Das ist mir zu einfach. Ah, sag ich doch, ist mir zu einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich die treffen könnte. Oh Gott. Das wird ein heftiger Kampf. Und Andy kommt nicht hinterher. Verdammt. Da müssen wir uns einen anderen Weg suchen, Andy. Ich habe die Befürchtung. Schaffst du es hier lang? Ich hoffe. Ja, noch geht's. Warte mal, so 4 ist ja okay. Andy, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich oben. Nö? Hier? Auch nicht? Wahrscheinlich ist das auch gar nicht dieser Weg, den wir gehen müssen. Vielleicht ist das ja auch hier lang. Lassen wir mal Andy laufen. Da ist der Turm, das ist schon mal gut. Ich gucke mal, wo sie lang geht. Da geht sie lang. Ah, fast so wie ich. Ja, Andy braucht einigermaßen gutes. Wow. Aber das ist gut. Weil da kommt ein neuer Sandsturm und Andy bis hinter mir. Ja, dann können wir mal eben das Dorf da beobachten. Müssen einmal kämpfen wahrscheinlich. Solange du niemanden angreifst, ist alles. Wo? Komm, Andy. Bist du da? Ja. Siehst du die Gebäude mit der Antenne? Vielleicht können TR2 und dir beim Telefonieren helfen. Komm du erstmal hier rein. Ich würde ihm gerne ein Geschenk machen. Wie süß. Du bist so süß. Aber weißt du, was ich jetzt hier machen werde? Nein, du musst nicht hier bei mir bleiben. Ich kann meine eigene Entscheidung treffen. Ich weiß, dass du deine Entscheidung treffen kannst, Annie. Aber ich treffe jetzt hier eine Entscheidung. Und zwar, dass wir hier einen Folgencut machen. Also, bis zum nächsten Mal, ne? Euer Bärchen, Iron und Annie. Ich freue mich. Tschüssi.